Hallo meine lieben Freunde, ich hätte mich bei Mojang erfolgreich wegen der Gewaltverherrlichung beschwert. Minecraft war mir echt zu brutal, ey. Es kann jetzt nur noch eine Welt geben und das ist die Existenz. Gleich gelangen wir in das Schloss der Liebe. Nicht zu verwechseln mit dem Schoß der Liebe. Bei einer Sache muss man Eintritt zahlen und die andere Sache gibt's kostenlos, meine lieben Freunde. Das ist der Unterschied. Ich greife gerade zu meinen Liebesutensilien, um Love and Happiness zu verbreiten. Gut, wie du nun siehst, sind Tintenfische nicht länger Sklaven des Wassers. Ich konnte nicht mal zusehen, wie Tintenfische vom Wasser gezwungen werden zu ertrinken. Wenn man vom Teufel spricht? Nein, Wasser, aus. Nein. Na gut. Jetzt regnet es eben ein bisschen Liebe ins Getriebe. Schafe scheren sich nun auf Anfrage. Dürfte ich sie scheren? Dankeschön. Jo, dürfte ich sie scheren? Danke. Dürfte ich sie scheren? Danke. Gut. Schafe sind nun ihre eigenen Herren und dürfen selbst über ihr Eigentum entscheiden, da sie rechtsfähige Personen sind und Willenserklärungen abgeben dürfen. Schafe sind eigentlich auch nur flauschige Menschen. So. Nun möchte ich dir die neuen Schweine zeigen. Um alle gleichberechtigt zu behandeln, können die Schweine nun selbst über ihre Schlachtung entscheiden. Jeder Schwein muss erst dazu einwilligen, damit man Sterbenshilfe leisten kann. Und da geht... Es hat sich entschieden, frei zu sein. Die meisten Schweine fordern eigentlich nur mehr Löhne, aber... das hat sich wohl für Freiheit entschieden. Naja. Auch die Pferde werden nicht länger unterdrückt. Das Gleichgewicht wurde nun wieder hergestellt. Pferde reiten nun die Spieler und nicht andersherum. Außerdem kann man ein Pferd auch perfekt als Regenschirm nutzen, wie man sieht. Gut, kommen wir zu den Fortbewegungsmitteln. Diese sind nun perfekt dazu geeignet, um in der Nachbarschaft Liebe zu verbreiten und neidische Blicke von den Nachbarn zu ernten. So, die nächste Reise setze ich lieber ohne den Regen fort. Oh nein, Hallo, ein kleiner Zwischenbericht. Es ist mittlerweile Nacht geworden und es regnet immer noch. Schauen wir in der Zeit mal in die Grafikeinstellungen. Diese wurden nämlich komplett entfernt, weil diese eine gespaltene Spielerschaft bewirken und es gab schon wegen weniger Krieg. Und sowas unterstütze ich überhaupt nicht. Bis bald. So, der Regen hat aufgehört. Jetzt mache ich mich mal bereit, um Love and Happiness zu verbreiten. Da haben wir schon ein Skelett. Dieses Skelett unterstützt aktiv die Knochenmarkspende und macht auf die Missstände in unserer Gesellschaft aufmerksam. Alle denken nur noch an sich, aber niemand teilt mehr seine Knochen. Traurig. Das ist echt keine Knochenarbeit, wie ihr alle denkt. So, was haben wir denn hier? Ah, ein Creeper. Der Creeper fügt seiner Umgebung keinen Schaden mehr zu, sondern nur noch Liebe. Zum Abschluss greife ich mir die neuen Potions. Einmal auf Happiness, auf Love und auf Fun. So. Dann nehme ich mir noch dieses Gastei und damit verbreite ich Love and Happiness all over the world. So. Jeder darf ein bisschen Liebe abhaben. So. Dann hier noch ein bisschen. Dann schießen wir mit dem Pfeil nach diese Richtung. Wunderbar. Die Liebe soll ja nicht zu kurz kommen. So, jetzt wird's mir langsam auch ein bisschen zu hoch. Jetzt kannst du dann... Jetzt... Oh, ach du Scheiß!